Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game of Thrones Video. Die dritte Folge der finalen Staffel hat ordentlich für Kritik gesorgt und mich haben viele Dinge an dieser Folge gestört. In den letzten Tagen habe ich das Ganze verarbeitet und versucht zu verstehen, warum die Showrunner das getan haben, was sie getan haben. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es nicht komplett unsinnig ist, dass der Nachtkönig schon in dieser Folge besiegt wurde. Aber fassen wir doch erst einmal die wichtigsten Kritikpunkte der letzten Folge zusammen. Warum rennen die Dothraki, die vielleicht sogar die stärkste Armee der Lebenden darstellen, alleine in den Tod? Und eine weitere Frage ist auch, was Bran die ganze Zeit über gemacht hat. Hat er sich die Schlacht einfach aus dem Spectator-Mode angeschaut? Des Weiteren kann man kritisieren, dass Jon keinen Heldenmoment hatte. Er wurde im Prinzip in jeder Situation, wo es nicht gut für ihn aussah, durch andere gerettet. Neben Sam, Brienne und Jaime hätte er in vielen Situationen einfach sterben müssen, wenn man es realistisch sieht. Weitere Kritikpunkte habe ich auch noch in meiner Folgenanalyse genannt. Aber der größte Kritikpunkt liegt ja im Tod des Nachtkönigs. Wie konnte ein Charakter, der in den letzten 7 Staffeln immer als die größte und wichtigste Gefahr dargestellt wurde, in 2 Minuten sein Ende finden? Ich persönlich finde es gut, dass Arya am Ende den Nachtkönig getötet hat, weil sie sich einfach am meisten darauf vorbereitet hat und weil es einfach unvorhersehbar war. Die Showrunner konnten übrigens neben der Unvorhersehbarkeit keinen weiteren Grund für ihre Entscheidung, dass Arya es ist, die lange Nacht beendet, liefern. Man muss aber hier auch sagen, dass es wahrscheinlich ebenfalls gehatet werden würde, wenn Jon Aryas Rolle eingenommen hätte, weil es ja dann zu vorhersehbar wäre. Und dass Arya ihn in wenigen Sekunden getötet hat, passt einfach erzählerisch zu ihr. Das ist das, was sie in ihrer Ausbildung bei den Gesichtslosen eben gelernt hatte. Trotzdem bin ich nicht zufrieden mit dem Fakt, dass der Nachtkönig am Ende durch einen Schockmoment gestorben ist. Insgesamt war diese Folge visuell und soundtechnisch super, aber inhaltlich gab es viele Dinge, die durchaus kritisiert werden sollten. Aber warum ist es nun vielleicht doch gut, dass der Nachtkönig besiegt wurde? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns mal die Dinge an, die Game of Thrones ausmachen. Zum einen gibt es in der Serie kein Gut oder Böse. Der Hate auf der einen Seite ist immer der Böse auf der anderen Seite. Um ein einfaches Beispiel zu nennen, sind die Lannisters ihrer Ansicht nach die Guten, während sie für die Starks und für viele andere Häuser eben die Bösen sind. Und genau das habe ich schon immer an dieser Serie geliebt. Auch als Zuschauer konnte man sich immer selbst entscheiden, wen man mag und wen man hasst. Man wurde nie dazu gedrängt, eine Seite komplett sympathisch zu finden und die andere Seite komplett zu hassen. Okay, vielleicht manchmal schon ein bisschen, wenn man sich Joffrey anschaut. Aber ein gutes Beispiel ist eben die Schlacht am Schwarzwasser. Es gibt viele Gründe, warum man hoffen kann, dass Stannis diese Schlacht gewinnt. Aber durch sympathische Charaktere wie Tyrion, die auf der anderen Seite sind, könnte man auch hoffen, dass Stannis verliert. Dieses Grundprinzip wurde das erste Mal so richtig bei der Schlacht der Bastarde verworfen. Für den Zuschauer ist Ramsay hier klar der Böse, während Jon der Held ist. Trotzdem war diese Schlacht interessant, weil man sowohl Ramsays als auch Jons Motive kennt. Aber das war erst der Anfang. In Staffel 8 Folge 2 haben wir von Bran erfahren, dass der Nachtkönig das pure Böse ist und einfach nur die lange Nacht über Westeros bringen will. Er hat keine komplexen Motive, er möchte einfach nur jeden Lebenden töten. Man kann aber auch nicht ausschließen, dass Bran sich geirrt hat und dass der Nachtkönig wirklich andere Motive hatte. Aber der Gedanke, dass der Nachtkönig einfach nur das pure Böse ist, gefällt mir einfach nicht. Es entspricht einfach nicht mehr den Grundprinzipien von Game of Thrones und macht ihn als Antagonisten einfach langweilig. Und so war die Schlacht in Winterfell auch ein einziger Kampf des Guten gegen das Böse. Und das kennt man aus 98% der Hollywood-Filme. Durch den Tod des Nachtkönigs kehrt aber nun wieder die Komplexität ein, die wir aus den alten Staffeln kennen. Der Kampf gegen Cersei geht nun in die finale Runde und man weiß eben nicht, wem man vertrauen kann. Jeder Charakter, der aktuell noch lebt, hat verschiedene Motive. Etwas, womit der Zuschauer sich vielleicht identifizieren kann. Sowohl die Charaktere auf Cerseis Seite, als auch die Charaktere auf Daenerys Seite. Und aus diesem Grund gibt es nun kein eintöniges Gut und Böse mehr. Der Tod des Nachtkönigs hat also nun dafür gesorgt, dass dieses Grundprinzip von Game of Thrones und auch von George R. R. Martins Büchern eingehalten wurde, was ich persönlich sehr gut finde. Es gibt jedoch noch eine andere Sache, die Game of Thrones schon immer ausgemacht hat. Nämlich die Message, dass es egal ist, wer auf dem Thron sitzt, weil der Tod der wahre Feind ist. Wenn wir unsere Feindschaft nicht beiseite legen und uns verbünden, werden wir sterben.
Und es ist vollkommen egal, wessen Skelett dann auf dem eisernen Thron sitzt. Die dritte Folge hat uns nun aber durch den schnellen Tod des Nachtkönigs auch gezeigt, dass dieser wahre Feind gar nicht mal so schwer zu besiegen war, weil man eben nur den Nachtkönig töten muss, um die lange Nacht zu beenden. Und jetzt scheint eben die Serie wieder mit dem Thronkampf zu enden, der in den letzten 7 Staffeln immer als unwichtig dargestellt wurde. Wenn man das von dieser Perspektive mal betrachtet, ist der Tod des Nachtkönigs vielleicht eher negativ zu bewerten. Man muss sich nun entscheiden, welchem dieser beiden Aspekte Game of Thrones lieber treu bleiben sollte. Für die Leute, die die Komplexität geliebt haben, also dass es kein Gut oder Böse gibt, ist der Tod des Nachtkönigs gut. Für die anderen Leute, die sagen, dass Game of Thrones sich seiner Kernmessage treu bleiben sollte, ist das schnelle Ende der langen Nacht wahrscheinlich eher negativ zu bewerten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die meisten wollen doch, dass Game of Thrones sich an beide Grundprinzipien hält. Wenn man dem Nachtkönig ein verständliches Motiv gegeben hätte, das ihm nicht einfach nur zum langweiligen Antagonisten macht, dann hätte man es am Ende geschafft, diese zwei Dinge, die Game of Thrones immer ausgemacht haben, einzuhalten. Und wer weiß, vielleicht hat sich Bran ja wirklich geirrt und der Nachtkönig ist nicht einfach nur der Böse. Uns erwarten noch 3 Folgen und es kann noch einiges passieren. Nur um mal ein Beispiel zu geben, was passieren könnte, und es ist eher eine Fantheorie, weil es einfach keine wirklichen Hinweise darauf gibt. Beispielsweise könnte Bran in die Vergangenheit reisen, dort etwas beeinflussen, wodurch zum Beispiel Arya vor der Schlacht um Winterfell stirbt, was dann dazu führen würde, dass die lange Nacht nicht beendet wird, und durch Brans Veränderung der Vergangenheit wäre der Kampf gegen den Nachtkönig also nicht beendet und er ist eben wieder da. Natürlich hätte Bran dann aus Versehen die Vergangenheit verändert und das würde dann auch Daenerys und Brans Vision vom verschneiten Thronsaal erklären, aber das ist wirklich nur eine Theorie und trifft wahrscheinlich nicht so ein. Ich möchte damit nur verdeutlichen, dass noch alles in den letzten 3 Folgen möglich ist und dass wir einfach abwarten sollten. Vielleicht werden die Motive des Nachtkönigs aufgeklärt und sehr wahrscheinlich wird aufgeklärt werden, was Bran die ganze Zeit während der Schlacht gemacht hatte. Es gibt auch die Theorie, dass der Nachtkönig Bran nicht einfach nur markiert hat, sondern dass der Nachtkönig jetzt auch in Bran weiterlebt. Und naja, von dieser Theorie kann man halten, was man will. Es werden uns noch einige Wendungen erwarten und ein finales Urteil über das Ende des Nachtkönigs und eben generell über die 3. Episode kann man sich dann wohl doch erst bilden, wenn man alle Folgen gesehen hat. Aber was denkt ihr über das frühe Ende des Nachtkönigs? Schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Game of Thrones Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!